Vielleicht geht's euch ähnlich, wenn man die Story abgeschlossen hat und auch sonst so alle Herausforderungen gemacht hat, also Drengar besiegt hat, Alphatiere besiegt hat und auch die Drohnen besiegt hat, dann gibt es nicht mehr so wirklich einen Grund, das Spiel zu starten. Und da leistet Ubisoft jetzt Abhilfe mit einem neuen Feature. Moin, mein Name ist Nico der Profi und Ubisoft hat mit dem letzten Patch, mit dem auch sehr viele Bugs gefixt worden sind, ein neues Feature reingebracht, was ziemlich nice ist, weil ich persönlich starte das Spiel aktuell nur noch, um Videos zu machen. Und um in das neue Feature reinzukommen, müssen wir einmal ins Pause-Menü rein und dann eben ins Hauptmenü und einmal auf Ubisoft Connect gehen. Wahnsinn! Bei mir funktioniert es gerade. Es hat vorher immer nicht funktioniert, wenn ich es direkt im Spiel gemacht habe. Ich musste es immer im Titelmenü quasi machen, beziehungsweise im Menü, bevor man ins Spiel laden kann. Jedenfalls haben wir hier unten den Reiter Herausforderung. Da könnt ihr raufgehen und dann haben wir hier auf der rechten Seite, also unter Zeitlimit, einmal neue Herausforderungen, die wöchentlich aktualisiert bzw. ausgetauscht werden. Beispielsweise ist hier eine Community-Herausforderung, Bruderschaft der Attentäter. Da mussten wir zusammen insgesamt 100.000 Attentate ausführen. Kann ich mir jetzt schon abholen, haben wir also schon geschafft, relativ schnell. Gewinne ein Würfelspiel sollte auch möglich sein. Jungs-Wikinger anheuern ist auch easy. Bringe mit einem leichten Schild den Tod, ist so ein bisschen herausfordernder, wie man das machen kann, zeige ich euch gleich nochmal. Ja, und generell 100 Gegner in den Tod bringen, das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Ihr könnt euch hier insgesamt 30 Opale zusätzlich zu den Quests von Reda dazu gewinnen. Das heißt, falls nochmal der Regenbogenrumpf im Shop ist, könnt ihr den euch auf jeden Fall dann ein bisschen schneller sichern. Ja, und wichtig hierbei ist eben, ihr müsst euch die eben auch abholen. Ne? Also die habt ihr nicht automatisch dann, sondern ihr müsst einmal zurück ins Menü gehen, die ihr euch dann abholen, wenn ihr sie gemacht habt. Das ist auf jeden Fall so ein kleiner Hinweis dazu. Die werden immer donnerstags aktualisiert, bin ich der Meinung. Ihr seht ja, da stand eben 3 Tage 9 Stunden. Das ist jetzt Montagmorgen, wo ich das Video aufnehme. Und wenn ihr jetzt die Herausforderung mit den leichten Schilden machen wollt, dann könnt ihr euch einfach hier leichte Schilde, irgendwie die, die vielleicht die coolste Fähigkeit drauf haben bei euch, auswählen. Und dann könnt ihr euch einfach einen Gegner begeben und hier mit einem Doppelschild, mit dem Doppel leichten Schild, das ist das leichte Schild, was wir brauchen, angreifen, was auf jeden Fall ziemlich nice ist, weil ich kann das Spiel zum Beispiel nur noch auf Platin bzw. auf 100% zocken, muss also nur noch irgendwelche Schätze einsammeln und natürlich begegnen mir da mal Gegner und das ist ganz cool, dass man da eben dann dazwischen gehen kann, also mit anderen Waffen und da irgendwie einen Ansporn hat, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das heißt, für die, die jetzt wie ich das Spiel nicht mehr so häufig gestartet haben, ist jetzt auf jeden Fall ein zweiter Grund, nochmal da das Ganze dann zu starten, um dann ein bisschen die Herausforderungen abzufarmen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da, ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.